Hallo und herzlich willkommen bei dem kleinen Zahntechniker. Heute zeigen wir dir, wie man mittelwertig einartikuliert. Das ist ein Mittelwertartikulator. Mittelwert aus dem Grund, da man keine am Patienten individuell ermittelten Werte einstellen kann. Hier sind lediglich Öffnungs- und Schließbewegung sowie Gleitbewegung wie Protrusion und Laterotrusion möglich. Schon gewusst? Mittelwertartikulatoren sind unter Berücksichtigung statistisch ermittelter Durchschnittswerte derart konstruiert, dass mit ihnen eine schädelgerechte Modellmontage möglich ist. Beim ARTI immer darauf achten, dass der Stützstift auf 0 eingestellt ist. Magnetsockelplatten mit der geraden Seite nach dorsal zeigend in den ARTI setzen. Auf die untere Platte stellen wir kleine Knettürme, worauf wir das UCA-Modell setzen, um es auszurichten. Zur Hilfe könnt ihr euch ein Gummiband nehmen. Und die Inzisalnadel nicht vergessen. Die Ebene des Unterkiefers ergibt sich aus folgenden Anhaltspunkten. Die Höhe der Unterkieferfront, also Schneidekanten auf Gummibandhöhe. Achte darauf, dass die beiden Bänder übereinander liegen. Die Mitte zwischen den UK1ern und im Seitenzahnbereich schaut der distobukale Höcker der 7er leicht über das Gummiband. Jetzt machen wir das richtig. Modelle einsetzen und zurechtrücken. Auf die Mitte der UK1er achten. 7er, der distobukale Höcker über dem Gummiband. Und die UK-Front auf dem Gummiband. Wenn das alles stimmt, können wir die Inzisalnadel sowie das Band entfernen. Unser Arbeitsmodell, hier ist es der Oberkiefer, den isolieren wir und versehen ihn mit einem Magneten. Gips in einem Anmischbecher schön cremig anrühren. Den Magneten gut fassen. Genauso die Retentionen der Sockelplatten ganz mit Gips befüllen. So viel benutzen, dass schöne Wölkchen entstehen, wenn du den ARTI zuklappst. So, jetzt erst einmal aushärten lassen. Wenn der obere Sockel hart ist,
kannst du den Stützstift entfernen. Den Arti umdrehen und die Knete entfernen. Bevor wir anrühren, schauen wir gerne, wie viel Gips wir benötigen, um nichts zu verschwenden. Wieder richtig cremig anrühren. Darauf achten, dass die Retention vom Gegenkiefermodell sowie die Sockelplattenretentionen mit Gips voll sind. Zuklappen und fertig. Im Wölkchenstil. Aushärten lassen. So, hier fertig einartikuliert. Nochmal unsere Anhaltspunkte. 7er, der distobukale Höcker über dem Gummiband. Die UK-Front auf dem Band. Das war's auch schon wieder. Wir hoffen, ihr habt was gelernt und wünschen euch viel Spaß beim Selbstausführen. Bis zum nächsten Mal!